Hallo und herzlich willkommen in deinem Lebeglücklich-Podcast, dein Podcast für deine Seele. Mein Name ist Linda Giese und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Ja, und heute am Sonntag soll es wie immer um die kosmischen News gehen. Der Titel des Podcasts: Glücksaspekt. Warum du jetzt die ganze Welt umarmen könntest. Was ein schöner Podcast-Titel, oder? Und da du weißt, also zumindest, wenn du meinen Podcast öfters hörst, dass sonntags immer die kosmischen News für die kommenden Zeit hier im Lebeglücklich-Podcast besprochen werden, dann kann das nur bedeuten, dass jetzt gute Zeiten auf uns zukommen. Ja, und so ist es auch. Die Löwe-Venus und die Löwe-Sonne bilden einen gemeinsamen, schönen, feurigen Glücksaspekt. Das kann dir eine Riesenportion Lebensfreude aktivieren. Und bestimmt wirst du diese auf vielfältige Weise zum Ausdruck bringen wollen. Am besten geht das mit anderen Menschen. Gemeinsam kreativ sein, feiern oder leidenschaftlich flirten. Alles, was das Leben bunt macht, kommt jetzt intensiv zur Geltung. Es ist fast so, als ob der Kosmos viele kleine Glückspäckchen auf die Erde abwirft und wenn sie auf den Boden fallen, platzen sie auf und viele kleine Glückssamen wirbeln heraus, um sich irgendwo sicher niederlassen zu können, um zu keimen und zu wachsen. Also nutze diese Zeit und fange so viel Glück wie nur eben möglich ein. Öffne dein Herz, um so vielen Samen, als es nur eben geht, ein Zuhause zu geben, wo sie sicher wachsen und gedeihen können. Denn alles, was jetzt von Herzen kommt, hat eine so unfassbar schöne Chance, deine Welt für immer bunt zu verschönern und zu verändern. Apropos Herz. Mittwoch geht es hier im Lebeglücklich-Podcast um dein Herzchakra. Mittwochs geht es hier immer um die Chakren und sonntags immer um die kosmischen News. Also am Mittwoch geht es um dein Herzchakra, also um alles, was mit dem Thema Liebe, aber vor allen Dingen auch Selbstliebe und Spiritualität zu tun hat. Ja, und kommenden Sonntag wird es auch wieder richtig spannend, dann haben wir es mit einer Konstellation zu tun, die viel Gutes bereithält, jedoch ganz anders als gedacht. Also, das solltest du auf gar keinen Fall verpassen. Am besten ist, du abonnierst meinen Podcast, denn dann bist du immer informiert. Solltest du Gesprächsbedarf haben, eine Entscheidungshilfe brauchen oder wissen wollen, was in deinem persönlichen Leben jetzt wichtig ist, dann schreib mir doch einfach oder ruf mich an. Die Kontaktdaten habe ich dir in die Shownotes gepackt. Von Herzen das Allerschönste für dich. Deine Linda.